Auch im Jahr 2012 hatte die Dieter Renz-Halle ihre Türen für die alljährliche Bottroper Hallenstadtmeisterschaft geöffnet. Insgesamt 19 Mannschaften kämpfen bei einer Spielzeit von 15 Minuten um den prestigeträchtigen Titel des Hallenstadtmeisters. Bereits am Freitag startete die Gruppe A in das Rennen um die Finaltickets. Mit von der Partie waren der Gruppenfavorit Renania Bottrop, der SV Vorwärts 08, die Wellheimer Löwen, der TSV Feldhausen und der FC Badenbrock. Nach tollen Spielen und vielen Toren gab es letztendlich die Entscheidung. Und die fiel im Spiel von Renania Bottrop gegen die Wellheimer Löwen. Die erste Überraschung des Turniers war perfekt. Der Favorit aus der Bezirksliga schied aus. Wir haben es auch nicht verdient heute. Ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Jetzt kann man auch wieder Ursachenforschung betreiben. Warum, weshalb, wieso? Ich denke, wir alle wissen, dass das eine sehr leichte Gruppe eigentlich war. Des einen Leid ist des anderen Freud. Und so feierten die Löwen den Einzug in die Zwischenrunde. Die Löwen sind das Ganze auf der ganzen Welt. Die Löwen!